Anzug war heute super. Es sind weniger Gruppen da, haben wir festgestellt. Aber wir haben ziemlich viel Zeit gebraucht aufgrund der Lücken, die zwischen den einzelnen Gruppen waren. Aber der Aufwand, den die einzelnen Gruppen durchgeführt haben, war super. Absolut. Die knien sich jedes Jahr wieder rein und es gibt nichts zu bemängeln und zu beanstanden. Karneval ist ja in Goldenstedt was Besonderes, weil Goldenstedt im Moment so an sich keine Karnevalshochburg ist, sondern Köln, Düsseldorf, das verbindet man Karneval. Goldenstedt ist natürlich eine Geschichte, seit 15, 16, 17 Jahren verbindet Bernhard Uhler mit der Marktkulisse die Geschichte und es läuft optimal hier für die Goldenstedt auch. Alle nehmen daran teil, Straßenzüge, Vereine, Gruppen und das ist das Tolle, dieser Zusammenhalt für alle dann dementsprechend. Ja, einfach die ganzen Leute, das macht so mega viel Spaß und einfach die ganze Atmosphäre, das ist einfach wunderschön. Das macht einfach Freude, die Leute zu sehen, wie die sich über den Wagen freuen und den ganzen Spaß, das ist einfach wunderschön. Ja, den haben wir selber gemacht, ich glaube über einen Monat waren wir dabei, also da war schon ein bisschen Arbeit. Das Besondere ist eben, dass in Lutten auch der Karneval stattfindet, aber am Samstag. Und dass sich heute am Sonntag zum Beispiel Luther Vereine bereit erklären, in Goldenstedt mitzufahren, aber am Samstag in Lutten wenig Goldenstedter Vereine am Start sind. Kleinere Gruppierungen, Nachbarschaften treffen sich dort zur Party machen, aber im Umzug selber ist keiner bekannt. Wahrscheinlich haben die Leute auch Angst davor, ihren Wagen dann schon einen Tag vorher präsent zu geben oder das Motto präsent zu geben. Auf geht's, here we go!